Gänsehaut und das muss man erstmal verarbeiten. Ich habe erstmal geschrien. Erstmal so Siegerpose, keine Ahnung. Es war erstmal pure Freude. Das ist schon eine wahnsinnige Ehre. Also 2 Sterne Michelin, das kriegt keiner geschenkt. Also das ist eine Auszeichnung für Arbeit, Kreativität und das ist eine riesengroße Anerkennung. Das bedeutet mir persönlich halt aus der Sicht eines Kochs schon sehr, sehr viel. Also das ist, da sage ich Dankeschön. Das ist immer ganz wichtig, dass wenn man ein Produkt verarbeitet, dass man auf der einen Seite erkennen kann, was es ist. Und auf der anderen Seite, dass man das Produkt auf eine Art und Weise auf den Teller bekommt, wie man nie hätte gedacht, dass man es so essen kann oder dass es so genial schmecken kann.